Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Wir werden direkt angegriffen in der zweiten Mission um die dunkle Sonne Monolithen. Also die zweite rechts herum, also der höhere. Und wir müssen ja hier noch ein paar Items finden, deshalb machen wir da noch auch Into the Storm, in den Sturm, heißt es glaube ich. Wo wir einfach den Boss wahrscheinlich noch nicht so schnell killen können, Lagoon. Und der ist ja da in den Monolithen ja besonders schwer. Und so. Hoffe aber, ja, dass wir dann den Fulgurjat haben und ihn dann besiegen können, denke ich mal. Mit ihm und mit guten Cold-Resistenz und so. Oh, 8 Stärke nehme ich mit. So, und jo, ich habe jetzt gerade, ich habe ja gesagt im letzten Part, dass ich da noch einen anderen Charakter spiele, den ich für Livestreams nutzen will. Und das ist die Void Knight. Mit, ja, Healing Hands natürlich wieder. Und, muss gerade nachdenken, was für eine Attacke. Now Reef, also Riss oder Zerreißen oder so etwas. Weiß nicht genau, wie es heißt. Jo, und er macht doch auch noch ein bisschen zu wenig Schaden, weil er auch zu wenig auf Crit gehen kann. Und auf Crit Multiplier. Jo, da muss ich noch ein bisschen entweder Geduld haben und die Bosse halt einfach lame machen oder halt einfach warten, bis diese Charakter das gefunden habe. Aber ja, ich möchte euch einfach informieren, dass ich jetzt einfach mit dem auch live streame, weil ja, wir müssen viel farmen und so. Und ich denke, ich könnte nach einer Pause dann auch jo, live streamen. Oder einfach morgen dann, weil es mir geht nicht so gut und ich möchte einfach mal kurz noch die Gedanken mal anders reinfließen lassen, vielleicht in den Schlaf. Wenn ich kann, kurz. Ja, ist komisch, um 19 Uhr dann ein bisschen ja, zu liegen und zu schlafen, einfach so ein Powernap zu machen oder so. Aber es hilft mir manchmal einfach wegen der Nervenkrankheit, mich ein bisschen zu beruhigen. Ja, sonst koche ich wieder ein bisschen in meinem Kopf herum oder in meinem Körper herum. Und ja, also das gesamte Körper, oder? Ist einfach dann so gestresst, als würdest du gerade Schmerzen erleiden oder so. Und ja, es macht zwar nicht so fest Schmerzen, aber die Muskeln sind schon stark beeinträchtigt dann. Und ja, das muss ich halt einfach manchmal dann wieder ein bisschen auskurieren. Und ich habe ja heute schon 3,5 Stunden ungefähr gelivestreamt. Bisschen weniger, glaube ich. Aber ja. Wie halt gegen Abend dann livestreamen oder so. Wenn es nicht besser geht. Und einfach warten, bis die Kopfschmerzen weg sind. So, das war ein besonderer Sticker. Und ich muss immer wieder den Itemfilter sagen, ich soll nochmals nachschauen, wenn sich dort drunter dann die Ding. Seht ihr? Was würden die ausgeblendet werden? Werden die nicht angezeigt? Okay, komisch. Das nehme ich schon auf, beim anderen Filter vom anderen Bild schon aufgefallen. Dass das irgendwie ein Fehler ist jetzt und so. Also es gab auch ein neues Update. Ich musste also vor der Aufnahme noch etwas runterladen. Aber ich weiß nicht. Es ist irgendwie, man findet einfach keine Waffen mehr, weil alle ausgeblendet werden von den Filtern. Ob das ein LastEpochTools.com Problem ist oder so, weiß ich nicht. Kann schon sein. Oder halt einfach, dass die Entwickler wieder Probleme haben, wieder neue Bugs eingebügt haben. Das ist ein bisschen doof. Oh, das ist noch eine gute Idee, was ich eigentlich auch brauche. So, ja, ich kenne leider den Boss nicht mehr so gut. Ich habe sie nicht mehr so oft gemacht. Oh, ist ein bisschen doof, wenn man hier drin ist. Hey, sag doch mal etwas, bevor du hier die Straße nimmst, gell? Also das ist easy. Ja, wenn man auch gut ausweichen könnte. Wenn er nicht im Weg wäre. So. Ja, wir sterben. Das erste Mal jetzt mit dem Charakter hier. Der ist so blitzschnell. Nein! Oh, bis ich ausgewichen bin. Boah, der ist viel zu schnell. Cheat. Also jetzt nicht so gut genau jetzt. Okay, er macht die Richtung jetzt. Er macht es eigentlich immer gegen uns. Okay, ich habe ihn getroffen. So, jetzt muss ich schauen, dass ich hier nicht angreife. Wenn ich angreife. Oh, ich sterbe. Das ist viel zu schnell, hey. Ich weiß nicht, was die Entwickler immer rauchen. Das
ich alles so blitzschnell machen müssen, jeden Boss. Das ist zu intuitiv. Weil jetzt kommt die zweite Phase, jetzt ist 50% weg. Das könnte so schwer sein mit diesem Feinde. Ja, sicher. Mach doch das noch schneller, wir sind doch langsam. Muss immer in die richtige Richtung, oder? Das ist ein bisschen schwer. Das kann man doch nicht so schnell lösen. Jetzt kann ich. Sehr gut. Ich muss einfach abwarten, bis irgendwas macht. Und dann erst teleportieren. Ja, das ist unsere einzige. Ah, wir haben ja das Ding, genau. Wir haben ja das unter 15% oder so killed wird. Also Leerenschaden brauchen wir jetzt. Zauberschaden mit LP-Entzug brauchen wir nicht. Das hat Widerstand gegen Leere. So. Und jetzt? Okay. Danke, darf ich... Oh, dunkler Mantel der Asche. Nicht schlecht. Gut, ein Schluss zum lichtlosen Hölz. Und eben immer werden die Items nicht gut angezeigt. Habe ich den Itemfilter irgendwie... Das ist ja noch von Ninja. Hm. Also irgendwie gibt es da ein Problem, aber ich weiß nicht. Ich bin froh, dass ich nicht gestorben bin, ey. Ist das... Also ist der schnell? Boah. Aber ein cooler Boss. Nur im Vieh zu schnell. Da kann man ja nicht ausweichen. Und da macht er noch fast... Ja, ganz viel Schaden, oder? Dass wir sterben. Knapp nicht sterben eben. Er ist ja extremst. So. Level 75. Jetzt hier könnten wir dann wirklich mal corrupten. Ja, geht ja. Aber es geht dann einfach nicht weiter als 100 oder 120. Weil wir dann einfach den Boss schon mal besiegt haben müssen in Crafted. Aber ja, wir können nur bis Level 50 so machen. Wir müssen ja noch die letzten Echos durchmachen. Und das geht halt immer einige Zeit. Das wäre besser, wenn wir das in einem Livestream machen würden. Hier ist auch ein Exalted Item, das einfach nicht angezeigt wird. Also irgendwie ein Riesenproblem gerade. Ich kann also wirklich alle Items eigentlich nicht einsehen. Muss ich jetzt kurz nochmals den Filter neu machen? Ich habe ein bisschen Angst, dass mich Gegner angreifen gerade. Also ich muss mal schauen. Machen wir doch mal kurz an. Der ist hier. Dann muss ich hier nochmals Ninja 2 zum Beispiel. So. Und ich möchte eben den Fulgurschar, diesen Dolch, wie ihr gesehen habt, kurz. Den brauche ich. Beutefeder. Beutexperiment. Das ist auch anders jetzt. Oh nein, ich muss einfach. Ja, habe ich jetzt das Doppelte oder so? Nein. Ich muss das anders machen, weil das ist ja jetzt ein Fete schon drin. Beutefeder vorhanden. Neuen machen. Ah, hier drauf drücken. Okay. Ninja 2. Jo, nehmen wir mal einen Schlüssel und ein bisschen heller. So. Okay. Ja, es wird wirklich alles ausgeblendet. Gibt's irgendwie. Also, das ist irgendwie ein Bug, habe ich das Gefühl. Hallo hin. Und mal nicht mal mehr Fix. Bitte werden. Ja, das ist jetzt das Riesenproblem, was wir da im Bad haben. Jo. Ich weiß nicht, wie man das löst. Also ich muss halt einfach die Items wieder ein bisschen besser verbinden. Anzeigen lassen, oder? Ich
denke, Last Epoch Tools hat das Problem. Die bauen mehr Books als Features ein. This book is a feature. So. Also Mana beim Ding brauche ich eigentlich nicht. Es wäre schon schön, die mitzunehmen, aber ich habe völliges volles Kisteninventar. Also alle Kisten sind voll. Das ist jetzt auch wieder hier im Ding. Ist gerade extrem. Ja, und das heißt das. Das hat doch nicht mit Leggy zu tun, wenn jetzt das nicht angezeigt wird, oder? Doch. Also ich habe sonst auch keine Legs. Ganz komisch. Ich denke mir einfach manchmal, was machen die Entwickler, bevor sie die Patches rausbringen? Nicht testen, nicht balancieren, nichts, oder? Ich frage mich eigentlich immer wieder, was ist denn das Problem von einem Entwickler sein? Sollten warten, bis sie die Patches wirklich getestet haben? Jetzt mache ich einfach mal den Item-Feed aus. So. Es wird auch nicht angezeigt. Gibt es jetzt eine neue Taste dafür? Was bauen die ein eigentlich und sagen uns das nicht? Da gibt es noch Kraftausdrücke, fehlt da gut. Ja, das ist wirklich nichts. Die Items. Kann man jetzt nicht mehr Ding umstellen? Ah, doch, ganz oben. Ne? Da, okay. Hab das einfach gesucht. Also, ich möchte gerne Items anzeigen oder so. Ziehe Gegenstände auf. Okay. Weltfete umschalten, habe ich ja die ganze Zeit gedrückt. Partyliste, okay. Ja, die deutsche Übersetzung ist wohl irgendwo alt. Alt plus Z. Aha. Das ist ein Nvidia. Nvidia-Fenster. Ja, das bringt natürlich nichts. Also nochmals Alt plus Z. Ja, so, dann muss ich das umstellen. Ah, da mache ich noch. Oh, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder. Also ich muss das mal umstellen. Das ist irgendwie Nvidia natürlich wieder. Was auch immer nervt. Beim Steam nervt immer. Mache ich nochmal auf die setzen. Ja, ist egal. So. Pfeiltaste rechts. Ja. Aber jetzt muss ich den einen Feld wieder anmachen. Also das Problem hatte ich noch nie, dass ich irgendwie ausgestellt habe. Mal ein kurz. Ja, ich hätte es auch kurz gemacht. Ich habe 20 Euro verdient. So, also, ich möchte gerne den normalen Fade wieder haben. Oder nein, ich nehme den zweiten Fade. Aber wo ist der? Ninja 2 da. Also, okay, es ist irgendwie ein Problem, dass ich vielleicht irgendwann mal eine Taste gedrückt habe. Und. Ja, so. Ich weiß nicht, wieso macht man solche Sachen? Tut die doch bitte nicht keybinden, dann kann man sie auch nicht aus Versehen drücken. Aber so zwei Tasten irgendwann mal gedrückt, oder? Und dann die Feder rausgehabt. Finde ich einfach eine Frechheit, oder? Weißt du, solche Tasten, wo etwas verändern, oder? Sollte man nicht irgendwie so machen, auch nicht mit Alt.
oder mit Control oder mit Umschalt. Das tun Leute außersehen mal, ja, klicken. Und dann haben sie das Problem, dass sie das einfach nicht mehr finden, wie sie es wieder ausmachen können. Ach, liebe Entwickler, denkt einfach mal etwas nach. Macht doch das ins Optionsmenü ganz groß, mit Farbe und bunt. Und dann auch koloriert. Meine Güte. Aber Spielentwicklung ist scheinbar heutzutage echt schwer geworden. Dass die Entwickler nicht mal mehr so anständige Sachen machen können, sondern irgendwie, jo, Flüchtigkeitsfehler ständig einfügen. Oder wie zum Beispiel so Sachen wie bei Dragon's Dogma. Oh, ich habe hier noch den Balken. Halt DLC-Probleme machen. Oder bei Cities Skylines 2 zum Beispiel, dieses Strand-DLC. Einfach nichts mehr machen. Ein DLC für irgendwie 5 Euro oder so rausbringen, wo einfach nichts drinnen ist. 3 Häuser für eine Stadt. Wunderbar. Oh, Diener Bogenschaden. Ja, ich nehme das einfach dann irgendwann mal, wenn ich es nochmals bekomme und auch brauche. Aber so etwas nehme ich nicht mit. Also ich werde vielleicht jetzt auch nicht mehr so viele Diener machen, Diener-Beats machen, weil die sowieso blitzschnell sterben. Also es ist nicht balanciert, so mit Minions zu spielen. Da brauchst du immer sehr viele Items mit Minion-HP oder so. Das wäre eigentlich besser für uns, aber das ist auch schon... Machen wir nicht. Wir sind kein Magier. Und ja, ich habe langsam einfach gefallen an so, ja, nicht ganz Magier, aber Nahkämpfer oder so. Wie zum Beispiel der Beat da mit dem heilenden Händen, dem Drive und halt das Void Knight, wo ich wirklich zu wenig schon gespielt habe und so. Eher solche Beats, wo ich halt manchmal so Items mit Magieschaden und Blitzschaden und so gar nicht brauche. Das brauche ich, ja, Crit und... Ja, vielleicht ein bisschen Void Damage noch oder so. Oder eher Ding, Brandschaden oder so. Irgendwie so etwas. So, und zwei Unix. Natürlich Unix, okay, die habe ich noch nicht. Ich habe beide, glaube ich, noch nicht. Gut. Jo, Item Feder geht wieder, da bin ich froh. Wieso haben alle... Wieso haben alle irgendwie Verbindungsprobleme? Ich habe null Verbindungsprobleme. Also, ja. Also, dass ich manchmal einfach eine überhitzte RAM habe wegen dieser schlechten Engine. Habe ich eigentlich null Probleme sonst? Ja. Aber ich habe nie Probleme am Abend. Wenn ich mal Probleme habe, ist es, weil irgendwie, jo, es gerade eben nicht Abend ist, sondern irgendwie, ich weiß nicht, früher morgen oder so. Und die Entwickler da irgendwo, oder der Host, der drauf liegt, einfach Probleme hat, aber nicht am Abend, wenn so viele Spieler spielen, habe ich nie Probleme. Ja, kann einfach in Deutschland halt so sein, manchmal. Kann das was? Nö, das kann nichts. Das ist der Schlechte. Ja gut, vielleicht ist schon nützlich für einen Bild oder so, aber kann eigentlich nichts. So, was ist jetzt hier ein Ambush? Ja. Ah, nicht schon wieder die Riesen. Der Riesenkäfer. Hast noch einen Kartoffelkäfer, der gehört in den Mist. Oder eher ein Mistkäfer. So, weg damit. Also. Heilwirkung, das brauche ich bei dem anderen. Bild. Es ist cool, wie die Echos so sind. Ich weiß nicht, wie lange die Echos schon so sind. Die waren ganz dunkel und schwarz und so. Und waren eher so, ja, zu wenig detailliert, zu mager irgendwie oder so. Es sah einfach aus, als würdest du, ich glaube, ich tue den Wurfschaden hier ausrüsten. Oh, habe ich das nochmal Glück gehabt, nochmals zu haben. So, Rüstungsbruch, ja, ist auch dabei, aber nicht mehr so stark. Ja gut, habe ich das nochmal kontrolliert, das Amulett. Weil ich habe Wurfschaden irgendwie übersehen. Wo waren wir? Es kann ja immer eventuell an den Serveranbietern liegen und in Deutschland hat es nicht immer so gute Serveranbieter.
Dann glaube ich, T-Online hatte immer wieder Probleme. Sagen sehr viele von meinen Kollegen, sie können nie gut spielen und so. Okay, Kälte durchdringen. Nee. Hört sich zwar gut an, aber ich muss einfach. Ich kann nicht alles mitnehmen, es geht nicht. Dann sind wir komplett wieder voll und haben das Inventar, also die Kiste auch nie sortiert. Ich nehme das mit, was jetzt momentan, ja, wichtig ist, vielleicht für andere Builds, aber vor allem für meinen Hauptcharakter wichtig ist und so. Alles andere muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Ja, schon wieder ein Gebiet mit RAM-Problemen, oh Gott. Also das Erste, was ich mache, wenn ich in der neuen Wohnung bin, ist eine RAM kaufen. Und dann versuchen, sie einzubauen. Muss ja natürlich schauen, wie der Chipsatz ist und so zuerst vor dem Kauf. Aber ja, es ist einfach schwer. Es sind einfach überall Kabel, überall Rohre, wegen Wasserkühlung und so. Ich weiß auch nicht, früher waren es nicht so viele Kabel, aber heutzutage muss jede Grafikkarte 4 oder 5 Kabel haben. Und hat die Wasserkühlung noch draufgeschraubt und alles Mögliche. Es hat schon intensiv geworden, weil ich habe echt lange eigentlich geübt. Ja, für den Shop Informatik oder Mediamatik. Und kennte mich noch aus, aber es ist einfach 20 Jahre früher gewesen. Mittlerweile kenne ich mich halt auch nicht mehr aus, weil alles anders aussieht. Da hat erst kürzlich einer so einen uralten PC-Ding gemottet. Also ganz uralten PC, einfach alles drin neu gemacht. Das sah aus, als er es aufgemacht hat, plötzlich alles so mega modern zu haben. Boah, du machst so viel Schaden. So, ja. Glaube ich nicht. Physische Schaden über Zeit könnte ich gebrauchen. Und nochmal einer von diesen Schuhen, die ich trage. Ja. Sehr gut. Ich hoffe einfach nicht, dass da wieder Probleme gibt. Es ist sicher wieder auf aus, sondern auf 100%. Ja, es ist aus, okay. Das ist das Problem wieder. Es steht die ganze Zeit das V-Sync wieder aus. Jetzt muss ich einfach noch überleben, sonst man sich dann später wieder im nächsten Tag. Weil es geht jetzt langsam echt mega wieder. Ich habe ungefähr so 3000 FPS übrigens. Nur nicht wundern. Deshalb habe ich so viele RAM-Probleme. So, schnell. Boah, das nervt so, wenn das so laut ist. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe es so eingestellt, dass ihr es nicht hört. Ja, es ist FPS-Begrenzung an. Also ich muss jetzt wieder V-Sync anmachen. Jetzt geht's wieder. Okay, sie haben es umgeändert, das heißt jetzt nicht mehr an. Es das heißt jetzt an, es war auf. Es das heißt einfach auf. Gestanden vorher. So, also, wunderbar. Bye. Mega stark, also mega. Also, was müssen wir skillen? In der Mitte 7 und oben 3. Früher nehmen, sondern nein, das ist einfach wichtiger gewesen unten. Ja, weil hier Crit-Vermeidung ist, okay. Crit-Vermeidung müssen wir aber mittlerweile wirklich wichtig auch noch skillen. So. Ja, man hat immer wieder ein bisschen Probleme mit dem Spielen. Man kann einfach nichts machen als Spieler. Aber jetzt ist hier das gleiche mit Feuer durchdringen. Das sind coole neue Mods, also wirklich gut gemacht. Die auch etwas bringen, denke ich mal. Ja, doch bringen. Immer etwas gut was. Boah, das sind viel zu viele von diesen Riesen. Reifriesen. Ich hab nen Reif. Boah, jetzt aber langsam ist es echt schwierig hier mit vielen Gegnern. Aua. Hey, du hast mich nicht getroffen. Also die Böse haben mich nicht getroffen. Es ist gefährlich. Könnte tödlich enden, hier Urlaube zu machen. Bitte besuchen Sie die den Einleitstelle für Urlaub. Ja, die Entwickler ein bisschen kritisieren. Gegner machen zu viel Schaden.
Ja, es ist auch im Forum, habe ich gelesen. Jetzt einfach so, es sind nicht nur die Builds OP, sondern die Monster sind auch OP. Müssen die Monster halt auch wirklich genervt werden ab und zu. Ja, es gibt halt viele Probleme, wenn man eine volle Version so halbherzig macht. Das ist. Ja, es gibt viele neue Features, aber die wurden alle nicht gefixt. Und ja, es ist einfach. Trotzdem habe ich jetzt noch Probleme mit der Performance. Ja. Vielleicht auch wegen diesen Shaders, oder was sie reingetan haben noch. Zum Beispiel Regeneffekte und so. Dieser Rauch, der überall ist, zum Beispiel hier der Regen. Das macht alles mega Performance-Probleme. Aber es ist nicht viel, es sind einfach ab und zu die Levels, oder? Oh, das mag ich gar nicht, so Gegner zweimal zu besiegen, die dick sind. Bin jetzt gerade ein bisschen gestresst, weil ich natürlich nicht. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit nach dem Livestream noch etwas gemacht. Das waren ja mehrere Stunden gejobbt und jo, entwickelt für unseren Rollenspiel-Server und für unseren Minecraft-Server auch noch. Das ist, also es, ja, einfach Gedanken gemacht vor allem. Ist ja nicht entwickeln, wenn man sich Gedanken machen oder irgendwelche Sachen testen oder Sachen kaufen. Ja, auch noch dazu habe ich auch noch ein bisschen gemacht. War wieder sehr teuer, aber dafür haben wir einfach ADAC und so auf dem Rollenspiel-Server von GTA. Noch ein paar Features, also ein Abschleppwagen vor allem war wichtig. Und der ist ziemlich gut. Ist alles so mega teuer und ich habe kein Geld. Hey, nerv nicht so rum, du. Mit mehr Gesundheit. Du Memme. Ja, in Last Epoch ist vor allem das Grinden halt auch ein bisschen anstrengend. Aber gut. In jedem Spiel hat immer auch, wenn man auch viel möchte oder Spiel gut spielen will oder Spaß haben will, auch ein bisschen anstrengend. Aber vor allem sind die Server immer machen und so sehr anstrengend. Boah, was ist das wieder gewesen? Also jetzt gerade wurde es ziemlich schwer. Ja, es ist ja auch Level 70 jetzt. Und wir sind erst 68. Okay, wir sind nicht so unterlevelig. Aber dennoch, Gegner hat jetzt viel mehr, die einfach herumnerven. Gut. Wunderbar. Das geht mir schon ein bisschen auf die. Jo. Was habe ich noch eingesammelt? Ich habe irgendwas noch eingesammelt. Zweimal der gleiche Hammer ist noch gedroppt. Oder Axt, meine ich. So. Gehen wir hier unter der Truhe. Komme ich ja fast nicht mehr raus. So, und hier machen wir das letzte, ja. Das letzte Echo ist dieses Leuchtfeuer, genau. Boah. Also die Insekten sind besonders heftig. Wenn die so uns anstürmen, sehr schnell sind und so riesig groß, die sind schon heftig. Ich muss ja immer schauen, dass ich nicht sterbe. Ah ja, die Gegner. Das kann man kaum ausweichen, diese kurze Abklingzeit. Jo, ist ein heftiges Echo jetzt. Aber sie machen irgendwie keinen Schaden. Boah, wie viele. Ich hab Angst. Dine LP, das ist doch etwas Wichtiges. Also wir fühlen uns ja eben nicht so, also wir brauchen einfach einen guten Bild zuerst. Die Diener auch wirklich nicht sterben. Eichhörnchen sind momentan wieder auf dem Ding, oder? Jetzt finde ich nur Diener-Item, ey, was ist los? Ist ja heftig. Und wir tun im Livestream dann auch noch ein bisschen die anderen Echos machen natürlich. Nicht nur hier Fulgur-Shards farmen. Und das eine Item ist, glaube ich, nur von Lagon droppbar. Nee, das auch nicht. Rüstungsbruch bei Wurftreffer, das war doch irgendwie etwas, was ich brauche. Auf jeden Fall.
Craven. Ne? So, also, geht's an. Ihr macht gut, hoffentlich nicht zu viel Schaden. Weil ich auf 75% habe, sogar mehr. Und 29, oder ich habe viel zu viel jetzt. Jo, und wir müssten jetzt eben noch Cold Rest hier eigentlich nehmen. Aber ja, ich sehe gerade, es sind gar nicht so viele Cold Rest-Gegner, wo der Boss Cold Damage macht. Ja, es gehört wahrscheinlich zu Ages of Winter. Nicht Into the Storm. Also hier Blitzresi würde ich eigentlich empfehlen. Ja. Also Storm, Storm und sehr Blitz. Ja. So, hier müssen wir einfach Angriffsgeschwindigkeit. Und dann weiß ich nicht mehr ganz links war es noch. Jo, also schauen wir mal kurz. Wir haben nichts Gutes aufgedeckt. Wir gehen einfach hier oben durch eventuell. Das dann im Livestream und im nächsten Part seht ihr einfach dann natürlich, wie die Items wahrscheinlich dann habe, hoffentlich. Ja, sonst mal schauen. Aber jetzt mache ich erstmal eine Pause. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und trainiert, ja, und einen langen Livestream gemacht. Wir gehen, glaube ich, hier oben durch. So. Ja. Sind gute Modifikatoren. Yes. Und ja, und ja. Ich denke schon, dass wir jetzt in nächster Zeit auch gut vorwärts kommen, weil ich ja wieder livestreamen kann. Ich endlich wieder gesund bin. Jo. Also, Kopfschmerzen sind eben ein bisschen weg. Also, ich denke, ich bin wieder gesund. Kältewiderstand. So. Jo. Also, einen schönen Abend oder ja, dann einfach den nächsten Tag oder so. Und ja, vielen Dank für die Unterstützung. Tschüss.